Merci, Herr Präsident, liebe Kollegen, die Damen und die Herren. Wie ihr seht, das volle Quid geschwärt. Wie viel sie gefallen? Das wird dabei rauskommen, was dabei rauskommt. Den einen gefällt mehr, den anderen Männer. Mir als ADR sind auf jeden Fall merci, den Wähler, die uns gewählt haben. Wir konnten uns verstärken, darüber sind wir ganz froh. Wir haben eine starke Demokratie heute zu Lützburg und darauf können wir hoffentlich sehen, und wir sollen gucken, dass das doch so bleibt. Allerdings sind ein paar die Punkte, die ich kann eine Reihe frohe stellen und ich will hier bin und anderen angehen. Den ersten ist, dass die 12 von den Wähler am Ende nach dem Tour d'Abstention, die wir heute zu Lützburg schon bei uns in der Chambre wählen. Bei 1991 hatten wir 271.000 Lützburger hier im Land leben. Am Ausland haben damals wenig Lützburger gelebt. 2023, also plus minus 30 Jahre, nur sind da 341.000 hier im Land und 130.000 Lützburger im Ausland. Das ist ein Total von 471.000 Lützburger, die heute auf der Welt gehen. Wobei aber muss sagen, dass das Außenminister bislang immer Schwierigkeiten hat, für die Genehmigung am Ausland auch rauszufinden. Das wäre vielleicht auch eine Idee für ein Kado, das mehr genehmigt zu gucken. Wir hatten dann 286.000 Wähler angeschrieben, aber muss ich natürlich wissen, kann er nicht wählen, die über 75 Jahre, die müssen nicht. An die am Ausland finden, die müssen auch nicht, die haben Wahlrecht, keine Wahlpflicht, sodass wir im Endeffekt ob ein, ob ein Tor kommen von Leuten, die gewählt tun, denen so zwischen 65-70% Leute an ein Tor d'Abstention von 30-35% bei diesen Wählen, also zu rund 250.000 Leute gewählt, wo wahrscheinlich 380.000 wahlberechtigt sind. Einfach ein so als Idee hier in den Raum zu werfen, dass es dadurch zu Lützburg geht, trotz der Wahlpflicht, die wir im Land tun, dadurch, dass viele Lützburger heute im Ausland finden, hat die Situation sich vielleicht geändert und das ist eine Idee, die man immer kann tun. Dann als Söhne der Wahlen geht immer geschwärt über das Wahlsystem. Dass den eventuell nicht mehr gut, dass wir müssen geändert gehen. Auch hier sind wir am Anfang wahrscheinlich alle gut in eins, dass ein paar Punkte da nicht mehr zeitgemäß sind. Und dass die Proportionalität von den Deputierten an den verschiedenen Bezirken par rapport zur Bevölkerung, die einerseits von der ganzen Welt oder zu den Wählern, zu den Lützburger, die an den Bezirken wohnen, die wissen alle gut, dass den Osten und den Norden unterrepräsentiert sind, dass ein Zentrum überrepräsentiert als eigentlich müsste dann der Logik sein, für das zu ändern. Die Zwölen sind festgelegt, geht an den 80er Jahren, der das schon ganz lange hier demnächst hat. Lützburg viel mehr Anwohner an, wie ich gerade gesagt habe, viel, viel mehr Wähler. Und wenn ich einfach keine Idee hier in den Raum werfen, die ist ein bisschen gewohnt, dass er das, dass ich noch ein bisschen sich vorstellen, ob ich nicht einfach ein bisschen soll erheben. Ja, das heißt, ich bin im Moment 60 deputiert, schon gesagt, das ist ein Zwölf, die ist festgelegt, da werden noch viel mehr Anwohner hier, viel mehr Lützburger. Und ich meine, das ist nicht schlecht, wir wollen die Zwölf erheben, für da einfach mehr repräsentativ zu sein. Und zweitens, das ist etwas, was mir die letzten 3 Jahre aufgefallen ist, dass das war relativ schwer, ist. Hier in der Opposition, wir sind zu 25 Oppositionsdeputierten, wir sind noch die 35 Deputierten, die zur Majorität stehen. Wir als Mission ist, die Regierung zu kontrollieren, an 25 Oppositionsdeputierten per rapport zu 15 Ministern mit ihren ganzen Spitzenbeamten. Das ist eine relativ große Mammutaufgabe und ich meine, dass das in Stecken muss vorstellen, ob ich die Zwölle also nicht so erheben sollte. Voll gut geschwärt, und ich gesagt, es gibt Wahlgewinner, es gibt Wahlverlierer. Wahlgewinner sind DP, die gewonnen, und Piraten, die gewonnen, und der SAP hat auch gewonnen, und wir haben auch gewonnen. Es gibt einen großen Wahlverlierer, der das die Grünen, die haben 5 Sitze verloren. Und da kann ich natürlich sagen, ja, CSV müsste ja auch zum Wahlgewinn erzählen, weil sie die stärkste Partei sind. Das ist aber hier im Land geht das oft ähnlich das gedreht und da geht effektiv ein Vergleich gemacht mit den Wahlen für drin. Und darüber geht sich dann basiert, wen die Wahlen gewonnen hat und wen sie verloren hat. Bon. Wenn die Partei geholt hat, die gewonnen hat, noch keine Koalition zusammen machen, ich meine, das wird ziemlich abenteuerlich gehen, sodass wir in dieser Situation sind, eine Zweierkoalition, die uns vielleicht so für uns 200 nicht hat können, genau vorstellen. Ja, die Grünen haben stark verloren, 5 Sitze, das ist schon impressionant. Ich gebe auch so ein allgemein, auch für Reislo, das tut nicht immer mit Bashing zu tun, weil wenn nicht mehr mit Bashing zu tun hat, und ich gucke in die Bashing, die mehr als ADR, aber trotzdem auch eins, da muss man mitmachen, noch an den normalen Medien, dann hätten wir ja auch ein bisschen verlieren. Haben wir aber nicht, der ADR wird gewonnen. Und ich sehe das doch als eine Bestätigung von unserer guten Arbeit, denn wir werden uns natürlich weiter stark engagieren. Wir gucken
Fraktion stärkt und wir werden als Arbeit dann noch weiter gut machen, sowohl konstruktiv wie auch kritisch. Und ich will daran erinnern, die politische Debatte in einer Demokratie, die lebt vom Meinungspluralismus. Man soll noch sehr gut freuen, wenn hier am Gebäude verschiedene Meinungen können ausgetauscht werden. Das möchte ich interessant in der Debatte aus der Skifio-Chemie nur lauschen. Darum wird interessant, dass hier die Entwicklung von der CSV von 2018 auf 2023, wir hatten am Anfang ein identisches Resultat, 2018 21 Sitz, 2023 auch 21 Sitz. Aber eben so, so mit Schicksal eins so zuschlägt, haben wir eine komplett andere Interpretation vom Resultat. 2018 als der Spitzenkandidaten Herr Wiesler als Verlierer durchgestellt, genannt 2023 Herr Frieden als Gewinner, obwohl mit dem selbsten Resultat. Ja, was wird da laut Änderung brüst, wenn es nicht CSV selber wäre? Aber ja, dann gebe ich so, dass die Änderung kommt durch eine Partei. Und das ganz einfach so. Ich meine, Piraten und der DDR haben in den geringen zwei Sitze weggeholt, am Osten und am Norden. Und ich meine, dass das ausschlaggebend war, dass die Gambia-Koalition, die wir hatten, nicht mehr genug Sitz kriegt. Und dass es auch ausschlaggebend war, dass der Friedeloh Staatsminister ist. Und ich gebe ihm dafür Roden, all Mäuhe, wenn es aufsteht, können die Piraten und der ADR merci so, dass ein Haut Staatsminister ist. Voilà. Da kommen wir nur aber allgemein ein bisschen zum Programm von der Regierung. Ich gebe drei große Erkenntnisse hier auf vier Streichen. Der erste, was uns aufgefallen ist, dass das noch nicht heute die großen Wiesel ist. Eigentlich quasi nicht. Obwohl CSV hauptsächlich so getroffen ist, neue Politik, große Wiesel, was konnten sich darin vorstellen? Ich weiß nicht alles. Am Endeffekt haben wir am Personal, ja, größtenteils, aber auch nicht überall, vielleicht leider so viele Leute, mir am Inhalt gesehen ich noch nicht auch die großen Wiesel. Und das ist am Anfang schön, weil ich meine, dass viele Leute, die CSV gewählt haben, die Wiesel wollten. Und eine Wiesel heißt eine Veränderung heißt in diesem Fall etwas Ernstes zu machen, wie das die Gambia-Regierung die letzten 10 Jahre gemacht hat. Und in unserer Meinung wäre doch Zeit dafür gewesen. Und ich verstehe noch ganz gut die Leute, die Wiesel wollten, weil ich meine, dass die Situation an den 10 letzten Jahren sich in Lützburg war ganz klar verschlechtert wurde. Ich gebe da ein paar Kriterien festmachen, die wir die letzten 10 Jahre gesehen haben. Es sind immer mehr Lützburger, die das Land verlassen mussten, an ein Grenzgebiet wohnen, weil sie kein Wunder mehr können leisten. Damut geht rup, immer mehr Leute fallen an der Damutsgrenze, hauptsächlich Leute mit Kanner, Leute, die geschieht gehen. Familiensmänner wert. Kaufkraft hält doof, die Energiepreise klammern, okay, du kannst nicht sagen, das ist nicht Schuld von der Regierung von Lützburg. Ich meine, das geht auf einem anderen Niveau oft, diese Idee darin steht, wie bei uns. Dann haben wir die Kriminalität, die letzten 10 Jahre ganz stark rupgegangen ist. Natur hier im Land, die weiter zerstört und zubetoniert geht. Eisen Gesundheitswürste mit Pferdezeiten, zum Beispiel an Urgenzen, die Menschen rupgegangen sind. 12 Ubetter, die rupgegangen sind. Dann Lebensqualität allgemein, das ist natürlich subjektiv. Aber wenn ich etwas festmache, dann ist es natürlich in der Zeit, die am Stau steht. Wenn ich da gucke, dass auch die letzten 10 Jahre Situation trotz ganz braucht, die Infrastrukturprojekte, und das auch wieder gesagt gehen, von Schwenk von der LSAP, die gesagt hat, DP, die gesagt hat, ja, wir haben viel gemacht, aber das geht aber noch nicht durch, und das sei denn noch, weil die Situation geht aber immer mehr schlecht, auch in den letzten 10 Jahren. Staatsverschuldung als Rückgang, ja, da gibt es doch Erklärung dafür. Und ich meine, oft wichtig, dass für viele Lützburg noch nicht ungeschwert gehen, dass auch das, was Lützburg ausmacht, ich meine, Lützburger Spruch als Tradition, als Identität, so wie man Lützburg kann tun, das geht auch immer mehr verloren. Ich gebe also so am größten Ganzen, dass die Regierung, die wir hatten, eine schlechte Politik gemacht hat, an den letzten 10 Jahren, und ich gebe mir dafür erwarten, wenn eine Partei könnte, dann Untritt für eine Wiesel zu machen, dass man noch eine Wiesel macht, die wirklich eine Wiesel ist, für die Sachen zu verbessern und nicht mehr zu verschlechtern. Das ist ganz klar, dass auf den Punkten da wird das neue Regierung gemäß gehen. Diese Punkte. Dann haben wir effektiv dann auch an der Education, wo ich überhaupt keine Wiesel da ist. Also ich komme dann nur kurz darauf zurück, wo ganz viele Leute enttäuscht sind von der CSV, dass auch wieder gesagt gehen, eine CSV, die immer DP Educationspolitik kritisiert wird, und lose aber da praktisch unterstützt. Da kann man sich auch nicht mehr wundern. Aber insgesamt, wenn ich das Programm lese, ich will auch nicht mehr kritisieren, wie gesagt, erkennt ihr eine gewisse ökonomische Vernunft. Das Frieden ist, aber viele Punkte noch gesellschaftspolitisch ist da in Richtung Gambia 3.0. Es gibt eine gewisse Kontinuität,
an der Frau mal so, wir hätten einfach können vieles besser machen. Dann ein zweites, was man gemerkt hat, wie man den Programm gelesen hat, und das auch schon viel diskutiert, das ist der Flut, den am Programm hast, das ganz vieles weggehört. Plötzlich gibt es so, wir gucken, auf Französisch heißt das dann évaluer, analyser, étudier, examiner, re-examiner, und so weiter. Also, bei 400 Mal könnt ihr auf den 200 Seiten vier, wo also keine klare Position geholt wird, mehr wo so etwas in den Raum geht, ja, wir gucken mal, was wir machen. Das klingt dann zum Beispiel so, le gouvernement étudiera l'introduction d'un statut spécifique pour les médecins en voie de formation. Aber für was nicht einfach so, was ihr wollt. Oder la création d'un cadre légal spécifique pour les coopératives de logement et les communautés résidentielles sera analysée. Och, ich werde da nicht klar, so was ihr wollt. Oder le gouvernement analysera la création d'un institut du patrimoine culturel immatériel und so weiter. Darf die Reise eigentlich super sagen, für mich wird nicht einfach so, ja, wir wollen so ein Institut des Patrimoine Culturel, wir werden sie den heim analysieren, ob die Kreation da gemerkt wird oder nicht. Und ich stelle den Stand froh, für wird so viel Flu, für wird so viel Ungenaues, und meiner Meinung nach gibt es nicht so Antworten, die ich, die erst das bisschen der Courage fehlt, wie wirklich klar zu suchen, wer den Willens wird, dass die erste Alternative und die zweite ist, die sind nicht immer eins in der Koalition zwischen CSV und DP. Und dann da waren dann die Dienst, was da dran geschrieben, da schreiben wir dran, wir gucken, wir analysieren, wir studieren. Dann ist das mein Weg und dann können wir das noch immer spät ein Kehr decidieren oder eben nicht. Ich meine, was nicht am Koalitionsprogramm dran steht, was verpflichtet ist ja auch nicht. Das ist ein bisschen schwer, ich hätte mir da mehr Konkretes gewünscht. Und dann ein dritter Punkt allgemein, dass das heute in einem Programm aus Neusen an die Richtung 1 Million Einwohnerstadt geht. Allerdings, an Bevölkerungswachstum Richtung 1 Million Einwohnerstadt, einfach an der Antwort darüber, was die Infrastruktur und so weiter geht, absolut nicht. Oder nicht genug. Und dabei muss ich sagen, dass wir los schon überfordert sind. Und dass wir das, was immer hier an der Reden teilweise gesagt wird, auch wenn nicht so explizit, ich meine, wir sind in einem Land, wo wir gleich 700.000 Einwohner haben. Und wir sind in vielen Bereichen, Infrastrukturen, Personal und so weiter, sind wir eigentlich auf einem Niveau geblieben, die für 500.000 Leute gut wäre, aber nicht für mehr. Und wir mussten also immens Retard abholen, was auch schon gesagt worden ist. Und wir mussten uns dafür bereden, wann wir effektiv Richtung 1 Million Einwohner gehen, weil das ist das, was mit dem Programm für mich im Schulfall ein bisschen rauskommt. Wir haben aktuell zum Beispiel haben wir ein Problem an der Klinik. Wir kriegen nach viel mehr Patienten, wir haben genug Kliniksbetter. Wir haben ein Problem am Verkehr, wir brauchen mehr Straße. Da, wenn man bedenkt, wenn man 500.000 oder 1 Million gibt, dann muss er alles verdoppeln. Dann muss er die Schule verdoppeln, Kläranlagen verdoppeln, öffentlichen Transport verdoppeln, Prison verdoppeln, Profe, Schulmeisterin, geistlicher Polizisten, Infirmieren, Doktor verdoppeln, Krächen, Fußballterrain, Kliniken, Dreckskamion, Gerichtssaal, Magistraten, da muss er alles verdoppeln. Und das ist das, was mir grundsätzlich hier an diesem Programm ein bisschen fehlt. Einfach eine Vision von Lützburg, wie wir Lützburg gerne hätten, an 20 Jahren. Der Juncker hat für 20 Jahren gesagt, die 700.000 Einwohner steht. Da konnten die Leute ganz viel lang, das da geht, das war ein Horizont, das war noch viel mehr weit wie los. Also sind wir quasi schon da drin. Und ich meine, dass die Frage von der Croissance-Demografie zu Lützburg so ein wichtig ist, dass das am Funk zentral auch misst an seinem Regierungsprogramm stehen, weil es geht ja nicht nur um die nächsten 5 Jahre, es geht auch an lang Term. Und ich gebe gerne wissen, was man diesem Land vorgesehen hat an 20, 30 Jahren. Dann, ja, ein paar Elemente rausgepickt einfach, soll ich auch, dann hast du etwas Positives so ein gutes Element, da drin auch Forderungen, die wir selber in unserem Wahlprogramm hatten. Ich ziehe einfach ein paar Sachen ab, den Outdoor-Hospital, dann das ganze Mal Benevolat, ganz gut Maison Medical, die sollen kommen am Osten, eventuell am Norden. Dann eine Diskussion über die Zukunft vom Pensionssystem, fand ich auch ganz gut. Wir hatten das in unserem Wahlprogramm Sturm. Ich meine, wir waren quasi die Einzige, vom auch gesagt haben, dass da musste Sachen ändern und dass das nicht immer wird, dann wird es für ihn zugutekommen. Komparition immediat, ich komme noch darauf zurück, da das 70-Wochen-Regel bei langen Krankheiten verändern, mehr Realismus an der Agrikultur.
dann nach viel Detailer, wie zum Beispiel auch die Finanzierung von den Kirchen als Patrimoine kulturell, also auch vieles, was dran steht, fanden wir auch ganz okay. Und geht nicht darum, für heute alles schlecht zu reden. Natürlich werde ich, wenn ich mir genauer Punkte angehen, als Oppositionspolitiker hauptsächlich Stichpunkte rauszuziehen, die mir kritisieren. Und das geht dann ohne mit dem Kapitel Etat modern. Ich zeige einfach ein paar Punkte raus. Da geht es um den Staatsrat. Da steht dann, der Staatsrat soll modernisiert gehen. Es geht aber nicht so, wie erwarten. Das ist dann der Flut, den durch das ganze Programm zieht, wie Rode Fuhrdem. Und mir gibt es ein bisschen gewöhnt, ja, was soll dann da modernisiert gehen am Staatsrat? Das gibt uns interessieren. Wenn wir schon beim Staatsrat sind, da will ich da eine Klammer aufmachen, wie das da der Erlo hier auf 5 sitzt. Also wenn in die letzten 25 Jahre guckt, wenn man immer so an der Moyenne auf 5 sitzt, steht also am Fung einer Proportionalität, die Staatsrat die soll holen, par rapport zu den Parteien, die vertreten sind in der Chambre, müssen das eigentlich nicht wo Kurplätze freigehen, am Staatsrat einen zweiten Sitz zustehen. Das als objektiv gesehen wird das so. Gut, jetzt kommen wir zu. Da geht es um den 5G, wobei ich mich freue, dass ein 5G-Kuvertur wirklich nicht ist. Wir haben im Moment nach Funklöcher, wo schon in den 3G nicht funktioniert. Aber boah, das sind alles Sachen, die man da fährt, mich später gesehen. Simplification administrativ, das ist ein Thema seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren. Ich habe nicht immer richtig gefühlt, dass ich da auch etwas steht. Ich denke nicht immer, wenn es mir beruflicher Vergangenheit auch in Schulen, wo sicherlich administrativ alles immer viel mehr schwerer gehen ist, mit unmöglichen administrativen Prozeduren, Bilanen, Reunionen und so weiter. Und ich meine, dass es wirklich für auch in die Sachen zu denken, bei einer Simplifikation administrativ. Digitalisierung weitertreiben, ja, ganz wichtig für ein Land, für Lützeburg. Und ich habe geschrieben, aber auch die Leute eine Möglichkeit zu gehen, an die Geschichte zu gehen. Auch das fanden wir natürlich ganz richtig. Dann geht es darum, elektrisch zu wählen. Also die geht an eine Wahlkabine, wo ihr da könnt, auch mit so einer Maschine. Ihr könnt viel respektive Digitalisierung, wo die Leute dann auch können von daheim aus viele Prozeduren mitmachen. Und etwas, was mir immer gefragt hat, am Kader vom Referendum, von der Referendumsfrage, das ist okay, gehen, von der Referendumsfrage letztes Jahr über die neue Verfassung, das war, dass die Leute nicht mussten, wenn sie wollen unterschreiben bei einer Verfassungsänderung für ein Referendum, ob die Gemeinde gehen und sich da ausschreiben, ob ein Licht, wie dass sie das auch können von daheim machen, wie ganz viele andere Sachen, und das am Kader von der Digitalisierung, so wie auch bei Petitionen, dass die Leute das von daheim können machen. Und das wäre etwas, was wir auch hier geben, der neue Regierung mal auf den Weg gehen, für auch die Prozedur zu vereinfachen. Da geht es den Medien, Pressehilfe, ja, Pressehilfe, da stimme ich natürlich auch der Hand, der Pluralismus in einem gewissen Sinn, hier im Land ermöglich. Aber wir geben auch gerne ein bisschen mehr Pluralismus hin, und dafür könnte ich da doch hingehen an eine Partei, sonst nur mal eine Kontrapartie von den Medien, und ich denke da zum Beispiel für einen regelmäßigen Aufstand, zum Beispiel auch Kommuniqué von den Parteien ungekürzt zu publizieren an den Zeitungen, das wäre eine Idee. Ich gebe auch Roten, wenn man über den RTL-Verwaltungsrat schwätzt, die Frage stellt sich auch beim 100,7. Da wäre es interessant, wenn nicht nur eine paar Parteien da vertreten wären am Verwaltungsrat. Wir schmecken, das heißt, ich sollte alle Parteien in der Chambre als Automat vertreten sind. Das in dem Sinn von Transparenz und politischer Neutralität. Voilà, das ist mal rüber. Kommen wir bei der Funktion publique. Du hast dann ein Kapitel Égalité des droits. Le gouvernement s'engage à promouvoir l'égalité des droits, la représentation équilibrée au sein du service public. Wie sich noch nicht genügend ist, geht es um Quoten, Mann und Frau. Also wir sind auf jeden Fall gegen Quoten. Was das sei mal da gemeint? Ich komme auf den Ecken noch drauf zurück. Anderen interessanter Punkt, Mobilité professionnelle. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir hatten immer die Proposition als ADR, dass wir die Situation, dass ganz oft Leute, die ausgebildet sind in einem Handwerk, in einem Betrieb, dann nur sobald sie ausgebildet sind, oder kurz nur wirst bei der Stadt oder bei der Gemeinde. Und wir hatten die Proposition gemacht, für manchmal dann die Betriebe zu entschädigen. Das ist ja gerade die Mobilität professionell, mit viel gut von der Stadt, die Privatbetriebe gibt, in dem Fall auch eine Entschädigung ausbezahlen. Auf der anderen Seite hat man auch Diskussionen in dem Kontext darüber, dass Leute aus dem Privatsektor an bei der Stadt kommen, und das war im Kontext, wo dem Schuldirektor gegangen ist. Bei verschiedenen Schulen sollte das möglich gehen, dass in dem Privatsektor da vier und neun gesagt wird, von den Beamten, die da sind, dass das natürlich etwas, was man in dem Moment zu muss, an den Schulen nicht können unterstützen.
Dann steht du am Kontext bei der Gemenge. Du steht dann, Eurex war ziemlich weg, du steht dann, mener die Diskussion. Dass das Gouvernement hat mené die Diskussion mit den Repräsentanten der Kommunen und dann ein ganz paar die Punkte. Du fragst ihn, was das dann Ziel von der Regierung, was wollen sie hier also mal auch um den die relativ großen Flur. Und da war ein Punkt, den wir an Tag gesprungen haben, weil wir letztes Jahr darüber Diskussionen hatten. Da geht es um Bezüge von Materiell, Informatik. Da war Diskussionen über Bezüge vom Staat, Bezüge von der Gemeinde, Bezüge von CSV, war komplett auf der einen Seite, DP komplett auf der anderen Seite. Sind ich gespannt, wie die Regierung an dem Punkt 1 geht. Dann etwas, was uns nicht gefällt, Herr Staatsminister. Da geht es um Steuererhöhungen. Und zwar soll die Grundsteuer an die Luft gehen. Das steht im Kapitel von der Gemeinde, noch genug in Eingerem. Und ich meine, wir sind als Partei ganz klar gegen die Steuer auf Eidelwohnungen. Es gibt andere Möglichkeiten, Propositionen für eine Liberalisierung und Vereinfachung von Mieter, vom Verkaufsrecht, wo die Leute könnten die Wohnungen echt frei machen und mehr motiviert dafür wären, nicht für Menschen bessere. Wie das wird mal hier gesehen, also neisen an, auch ein Angriff an Eigentumsrecht. Und wir sind also nicht der Meinung, dass das dort so gemacht wird. Und vorne hat mich auch von dieser Regierung, wo ihr dafür danach gesagt habt, dass die wir konservativ-liberal, naja, so eine Idee, wo ich nicht mehr gedacht habe, die käme ich aus dem Gringen an links in Eck, dafür wundert euch das, dass ihr das wollt machen. Wir wollen das auf jeden Fall nicht. Gerade auch für Zweitwohnungen, Weekend-Häuser oder sonst Eidelwohnungen, meine ich, wäre das keine gute Idee. Da steht da, dass das Gouvernement encouragera les communes à favoriser la création de logements abordables. Ja, das haben wir auch schon gehört. Es sind ein paar Gemeinden, die auch ganz viel investiert tun. Und ich denke, Gemeinde Kirchen zum Beispiel, wo ganz neue Karten entstehen für Logements abordables. Der Staat soll auch nicht vergessen, dass die Gemeinden die nötigen finanziellen Mittel dafür brauchen, für die Infrastrukturen abzurichten. Und ich weiß, dass ein paar Gemeinden, die so viel an der Kreation von Logements sich angesetzt haben dafür, dass die Hande Bayer für wieder sie mit den Finanzen, weil sie eben die ganze Infrastrukturkosten müssen drohen. Und da wäre es wichtig, von der Stadt das schon gerne favorisiert, dass noch die Gemeinden die finanziellen Möglichkeiten da mehr geht, wie das wäre. Dann steht da etwas Interessantes dran, Majorzgemeinden sollen bis 6.000 Einwohner gehen. Ja, das können wir unterstützen. Aber beim Punkt Fusionen hat er am Anfang auch gefreut, dass es aber weiter so geht wie bis jetzt, dass die Leute gefreut sind, ob sie eine Fusion wollen von ihren Gemeinden und dass es nicht mehr so richtig von oben rauf soll dezidiert gehen. Weil ich vielleicht ganz klar sagen, an diesem Ende hat eine Fusion von Gemeinden immer Vorteile, aber auch immer Nachteile. Und nicht von den Nachteilen aus einfach die direkt so politische Repräsentation. Es verliert in einer großen Gemeinde darauf den Kontakt zu seinen politisch Gewählten und tut ihn nicht mehr die einfache, gute Kontakt von den Burgemeester und den anderen Gewählten zu der Population, was ich von den Nordelen kann sehen, neben anderen Tisch und auch neben den Partie-Vierdelen. Das will ich auch gesagt haben. Wir hätten uns gewünscht bei dem ganzen Kapitel, dass eine Konfirmation dran gewesen ist für die Autonomie kommunal, die ist für uns ganz wichtig und die fehlt aber leider. Dann kommen wir auf die Außenpolitik. Du hattest mal ganz lange den Herrn Hasselborn als Minister. Die wissen, dass wir nicht immer ganz normal da verstanden werden. Wir hatten eigentlich die Mission von Herrn Hasselborn gefreut aus verschiedenen Gründen. Und das wäre für uns damals nötig gewesen. Du hast viele so gemerkt, wie wir es nicht gut fand hätten. Da kommen ein paar die Änderungen zu gespannt, wie es weitergeht. Ich gehe nicht an alle Punkte in Detail, wir kriegen sicherlich Gelegenheiten, wo wir mit der Außenpolitik hier können schwätzen. Ein paar Punkte rausgepickt, steht dann da, ah ja, Repartition équitable de la charge d'accueil. Das ist eine Diskussion, die auf europäischem Niveau schon lange gefordert wird, da geht es darum, für Asylbewerber auf ganz Europa zu verteilen, wobei in einer Mission natürlich nie geklappt, auch nicht mehr annähernd, und wäre doch nicht klappen. Ich gebe also heute, dass dort auch nicht so ein Programm schreiben, weil es absolut nicht möglich ist, weil die meisten Länder sowieso im Moment eine ganz andere Politik machen und zwar eine viel mehr restriktiv Politik, was zum Moment Migration angeht. Da steht dran, ja, ein europäisches Netz am UN-Sicherheitsrat, ja, da kann ich dafür sein, scheint mir aber ganz illusorisch, dass die Länder das zulassen. Die dran sind am Moment. Voilà. Kooperation, dann gut ist, dass das humanitär mehr klar genannt wird, mehr unerkannt wird, das ist ein gutes Sache. Wir brauchen noch in dem Kontext Stocken für nationale Reserven, am Fall von einer Krise hier im Land oder an anderen.
Interessant, dass dann die Regeln plus strikt devront être appliquées à l'égard des pays partenaires prioritaires. Was ist das konkret? Regeln plus strikt für als Relationen mit den Ländern, wo wir bis jetzt Kooperation gemacht haben. Ich denke da ganz besonders an diese Heilstaaten, wo überall Putsche waren, an Militärregierungen sind. Was ist an dem Sinn, dass dort mehr konkret, das gibt mich auch interessieren. Dann Kapitel über die Europäische Union. Ja, geht klar in eine Richtung, dass mein Gefühl, wenn ich das lese, dass wir eine Regierung haben, die echt da in die Richtung geht, ob long term von einem föderalen Europa, wo immer mehr Kompetenzen auf Brüssel gehen und Länder immer mehr Kompetenzen und das ist etwas, was wir natürlich auch nicht können unterstützen. Genauso wie wir auch vorsichtig wären im Hinblick auf andere internationale Organisationen, die wollen Politik von ihren Mitgliedsländern mitdiktieren. Und wir sagen immer, dass Luxemburg seine Souveränität behalten muss, egal auf welcher internationalen Organisation, ob das die EU ist, die WHO ist oder so weiter und so fort. Und wir hätten gerne einen Unterschied zwischen Rekommendationen und Obligationen. Rekommendationen kriegen wir ganz gerne, Obligationen wollen wir ganz gut nicht kriegen. Défense, da geht es von einer Union de la Défense, aber nicht genau, was das soll sein. Klingt ja, speziell. Wenn das Idee hat, wie ein Engagement, da gibt es das mal zu springen, wie ein Risiken. Was will man da erreichen mit einer Union de la Défense? Und dann, was man schwört, fand ich das, dass an dem am Programm den bilateralen Bataillon mit der Belge weiter angestreift wird. Das ist etwas, was man nicht gut fand. Wir sind kleiner, wir sollen die zu Lützburg komplett teilen und wir sollen auch komplett Möglichkeiten zu decidieren, über diese Bataillon bei uns halen. Das geht über die Möglichkeiten, es geht über das Besuchen. Und für was soll das gut sein? Gegen wen? Mit wem? Das scheint uns dafür keine gute Idee, und wir dürfen das dafür nicht unterstützen. Gerade auch, weil zum Beispiel auf Seite 31 steht, ein Déploiement eventuell dans le cadre d'un conflit de haute intensité. Also ich weiß nicht, ob es interessant für Lützburg-Belgische Bataillon an einen Konflikt de haute intensité zu schicken. Das gibt wahrscheinlich nicht gut ausgehen. An eine gute Forderung fanden wir dann noch nach, dass ein Hospital Militär, wo auch den, mein Kollege Fernand Kartheiser jahrelang immer dafür sich angesetzt hat, das Cello am Programm, das freut uns natürlich ganz besonders. Dann Finanzen. Im Prinzip sind wir d'accord mit den vier Prioritäten für die Relance. Allgemein eine gute Sache, aber die Regierung sieht nicht über das Remboursement oder das Plafonnement von der Schuld. Das fanden wir ein bisschen schwer. Es gibt heute vieles angekündigt an dem ganzen Programm, proposiert. Mit Frieden ist dann einfach auch, wie das Ganze soll bezahlt gehen. Aber wir wollen auf jeden Fall weitermachen mit einer raisonablen Politik, die darauf aussucht, dass wir den Triple A behalten. Gerade für Kleinland, für Lützburg, ist das eigentlich immens wichtig. Dafür haben wir immer nicht den Konsens, mehr, sondern eine Majorität, die gesagt hat, wir wollen die 30% anhalten und das wäre gut, wenn wir also unbedingt den Triple A behalten, eine Staatsschuld nicht nach weiter geben und Loot treiben. Dann gibt die Leute kriegen noch ein bisschen mehr etwas an Tisch. Anpassung von der Steuertabelle und Inflation. Da hat das natürlich flott. Wobei ich muss sagen, dass das am Anfang kein Kado, mit das am Anfang etwas für den Staat die Leute schuldig war. Und das seit Jahren, ganz einfach, weil die Steuertabelle nie angepasst Ginas, und zwar 8 Mal nicht angepasst Ginas. An der Tripartit war dezidiert, soll dort 2,5 Mal geschehen. Du hast da heisst, genau 4 Mal. Das ist eine gute Sache. Ich habe mich gefragt, wie viel aus der Talon der Spauzeit für die Rechnung gemacht hat. Du hast gesagt, bei ungefähr 3000 Euro werden das, ich meine, 40, 50 Euro, die das ausmachen. Das ist schon eine gute Sache, weil das sie suchen, die stehenden Leute am Funk so. Und wenn ihnen das dort dann wir sind am Anfang, wir sind die 8 Tranchen, wir sind die Leute am Anfang gehen. Kitas, ich weiß, dass das für das Budget vom Staat nicht machbar wird. Aber wenn ich will eine Steuererhöhung machen, dann soll ich noch klar so, wir machen eine Steuererhöhung. Und dann soll ich die auch machen. Wir sollen nicht hingehen und wir werden weh machen von einer Nicht-Indexierung von der Steuertabelle. Ich meine, das ist die Leute Sand an der gestreht. Interessiere ich, weil es in diesem Fall nach Veterlo weitergeht, geht es eine automatische Anpassung bei all Indextranche von der Steuertabelle. Darüber haben wir nicht gelesen. Das gibt es nämlich auch früher, wenn das der Fall
wir. Da können wir im Thema auf von der großen Steuerreform. Wir sind gespannt, wie das soll ausgehen. Ich denke schon, dass ich am Programm, wenn ich mich nicht irre. Und wenn in die finanzielle Situation guckt, die man 100 stellt, ich aber die Frage, ob das möglich ist, eine große Steuerreform zu machen, so wie verschiedene das fordern. Wir hatten übrigens in unserem Programm geschrieben, dass eine große Steuerreform nicht möglich wäre, weil die finanziellen Moyen nicht da wären. Also das, was wir gesagt hatten, an der Wahlkampagne, vier Runde Wahlen, weil wir wussten, dass die finanziellen Möglichkeiten nicht die wären, die verschiedene noch draußen vertreten haben. Und das ist also wahrscheinlich relativ schwierig. Es geht geschwärzt von der Anpassung von den verschiedenen Steuerkategorien, es geht geschwärzt von einer Individualisierung, finanziell ganz schwierig, und aber auch ideologisch sonst oder bedenkbar, weil darüber ist das ideologische Projekt kein Sinn, da muss ich aber aufpassen, dass ich auch die Familien steuerlich nach immer trotzdem wertschätzt, aber wir wollen auf jeden Fall keine steuerliche Aufschärfung von der Familie an unserem Steuersystem. Wir wollen nicht, dass die etwas verlieren. CO2-Steuer, die bleibt bestehen, das ist schön. Wir wollten die manchmal aussetzen, zumal in diesen Zeiten, wo die Leute schon finanziell Schwierigkeiten haben. CO2-Steuer könnte auch, soweit ich weiß, nicht an der Wurenkurve. Das wäre etwas, was Herr Gilles Roth immer gefordert hat, wenn ich mich nicht irre. Das könnte auch nicht. Ich glaube, ich war nicht am Koalitionsakkord. Das wäre auch nicht schlecht, wenn das auch so, dass sie indexiert gepaart. Wir haben nicht schlecht, wenn das immer so wird. Dann etwas, was du gesagt hast, den 1. Januar geht TVA Raymond Lut von 16-17%. Ist das so? Da wird das als Kriseninstrument angefordert gehen, für die Inflation aufzufordern. Und es geht auch um Aufgeschäft. Und ich freue mich, ob wir uns das können erleben. Und ich freue mich auch nie auf dem großen administrativen Aufwand, der das ganze Matze springt, ob das nicht die Inflation ein bisschen noch auffeiert. Das heißt, ich gebe mich ganz klar hier ausschwätzen, für TVA ob 16% zu losen. Denk auch die Steuererleichterungen stehen im Programm, da sind wir d'accord, wie auch du noch mit dem Logement, da könnt endlich ein bisschen ökonomisch Vernunft mit dem Programm, das fand man gut sagt. Wie gesagt, nicht d'accord sind wir mit der Besteuerung von eitle Wohnungen, Terrain, aber mit der Erhöhung von der Grundsteuer, das geht man da ist nicht. Froh sind wir auch, dass es keine Erbschaftssteuer gibt, und froh sind wir auch, dass es keine Vermögenssteuer gibt, das ist ein ganz gutes Sache. Und ganz froh sind wir auch, dass die Unanimität in Materie Fiskal auf europäischem Niveau angestrebt wird, für die beizubehalten. Das ist ganz wichtig für das Land. Wir müssen können selber dezidieren, weil sonst dezidieren die einer für uns und dann ist das Finanzplatz fort. Ganz wichtig. Apropos Finanzplatz, wir sind gegen die Ideologisierung von der Finanzplatz, geht darüber geschwärzt, von einer geringen Finanzplatz, von einer feministischen Finanzplatz. Das ist etwas, was wir nicht ausstreben. Wir sollen die Unternehmen, Banken und kommerzielle Kriterien schaffen lassen und nicht als Amischen am moralischen Fanger durchstehen und ihnen vorschreiben, wie Erwärts zu machen haben. Das meine ich als nicht die Idee von der Ökonomie und Moral soll ihnen lassen, wo sie hingehört. Wir unterstützen als Schlussabstoffall an allen Hinsichten als Finanzplatz. Logement. Viele gute Ideen beim Logement auch. Da sind wir, das ist ein von den Punkten, wo wir auch als können bei Film ausschließen, Beteiligung vom privaten Sektor, mehr helfen, mehr Großzüge, steuerliche Dispositionen, Natur ob Zeit, Location, Wand, können wir alles mit drohen. Leider auch hier beim Logement, kein Wort über die eigentliche Ursache von der von dem ganzen Mangel von Staatsekasen und Wohnungen, die wir im Land tun, und das ist eben das unkontrollierte Bevölkerungswust, die Croissance, Demografik, dass das, was den Mangel und Wust und Wohnungen bringt, und dass auch das, was die Preise so an Lut treibt, und dass auch das, was die Matze springt, dass Leute müssen das Land verlassen, die hier geboren sind, die hier aufgewusst sind, für sich nach können eine Wohnung dann zu leben im Ausland. Das ist etwas, was hier nicht ungeschwert geht, das ist schwert. Dann, was uns vielleicht fehlt, TVA, weil ihr habt gesagt, gehen auf Zweitfundungen auf 17%, von 3% für ein paar Jahre. Und wir hätten uns gewünscht, dass die Regierung die Ausstreben Remenkeier raufzugehen an den Prozentsatz. Ich weiß nicht, ob 3% im Sturfall bei den Zweitfundungen raufzugehen, ob Männer wie 17% für so nach mehr eben gerade die Baukrise, wo drüber geschwärzt gehen, aufzuführen, respektive zu verhindern.
an die Baubranche zu unterstützen, an ihren Investitionen dafür neu zu bauen, an so eine weitere Krise mit Arbeitslosigkeit und so weiter zu verhindern. Und noch ein letzter Punkt, das ist die Densifikation, die drauf steht. Das klingt auch ganz gut, aber ich muss nicht mehr wissen, Densifikation ist oft konträr zur Lebensqualität. Das ist schön, wenn ihr seht, wir bauen große Gebäude mit 20, 30, 50 Appartementen dran. Und das ist immens. Und es sind auch Leute, die wollen das, das geht doch. Die wollen in seinem Raum leben. Ich meine, im Großen und Ganzen muss ich aber in der Nähe so, dass Lebensqualität in der Regel da, wo ich ein Haus hat, oder man seinen kleinen Garten. Und wir haben das gerade gesehen in der Covid-Pandemie, ja, gerade auch gesehen für Familien mit Kindern. Wenn ich also hier von Densifikation baue, vom Logement, dann geht das für uns ganz klar gegen die Lebensqualität von den Leuten. Ja, dann Kapitel Environnement, Klima etc. Enttäuschend. Enttäuschend, weil heute die illusorischen Klimaziele die weiter verfolgt, die an der letzten Legislaturperiode festgelegt sind. Und das ist ein bisschen paradox, dass die neue Regierung will am Anfang die geringen ideologischen Politik weitermachen, auch die vom PNEC, wo dann zum Beispiel drastisch Mesuren dran sind, wie langfristig, schrittweise verbieten von der Masutheizung und so weiter, will sie weiterfeiern. Das ist eine Politik, und das ist der Paradox, die leider am Anfang den 8. Oktober hier im Land ganz klar aufgewählt haben. Da seid ihr beim Wahlresultat, ich will nicht weiter drauf argumentieren, das ist die Realität. Und dafür gebe ich auch hier, hätte ich meine Änderung an der Politik gewünscht. Die Realität ist ja die heute, kann man es nicht viel, wir kriegen noch viel Gelegenheit darüber zu schwätzen, wir haben im Land 1,6% Elektroauto, 1,6% bei den Privatleuten. Wir produzieren von also 50 Terawattstunden Energie, die wir alle Jahre brauchen, produzieren wir mehr als 1% selber mit alternativen Energiequellen. Also, quasi nicht, ne? Noch von der Dadlo erheischt. Die kommt immer nur noch bei minimalen Prozentsatz, also für Häuser zu machen, wie wir richten, nur 100 Wandmühlen noch machen, ob all der Solarenergie, und da funktioniert der Teil, dann haben wir genug Strom und Energie, das ist nicht die Realität. Es fehlt noch ganz, ganz viel, und da brauchen wir andere Möglichkeiten, und das ist im Moment eben nicht mehr alternativen Energiequellen möglich. Wir hätten uns auch gewünscht, wir wussten, dass wir das nicht gibt machen, dass da irgendwie gibt, die ich ersetze, für den Verbrennermotor beizubehalten, noch nur 2035. Das gibt auch, das gibt ein, ich meine doch, dass das nicht wird funktionieren. Ich meine, dass das wird nicht so durchgezogen, sind ich überzeugt, dass da eine Änderung wird kommen, weil es wird nicht möglich sein, wir sind nicht vorbereitet für die Situation 2035. Und das kann ich noch ändern, genau gesagt, mit der Europäischen Union, das dezidiert die Kommission, und das sind nicht wir. Aber da ist die Europäische Union, das ist ja eine Demokratie, und in einer Demokratie kann ich Gesetze aufhören, Gesetze ändern, Gesetze aufschärfen. Und ich meine, die Europäische Union kann ich alles, was du hast, alles von A bis Z kann ich ändern. Das geht. Und auch das Verbot vom Verbrennermotor. Ja, massiv Investitionen in alternative Energien, also das muss man gut verstehen. Wir sind nicht gegen Solarpanel auf dem Tisch, das ist effektiv, kann einen guten Beitrag leisten. Man muss immer realistisch sein. Wo man sich mehr Gedanken machen, das ist bei so Sätzen wie Eliminer les Obstacles. Das ist wirklich, muss so quasi gesagt werden, dass dort und das du gibt keine Gegenstimme mehr. Wenn ein Wanderlach soll gebaut gehen, da gibt es gebaut, eliminiere diese Obstakel. Und ich meine, trotzdem muss ich aber nach den Leuten eine Möglichkeit geben, sich dagegen zu wehren. Wenn in einer Gemeinde soll so etwas abgerichtet gehen und die Leute vom Dorf neben drin, die wollen das nicht. Aber da muss ich das aber in Konsideration sehen und die Leute auch die Möglichkeit geben, dagegen 40 gehen. Und die dürfen auch nicht alle Obstakel eliminieren. Ich meine auch, dass ich muss aufpassen, wohin die Apparate baut. Wenn da der Büscher ist, wo viele Bäume aufgeholzt gehen oder wo eben eine gewisse Faune ist, die dann auf den Kopf gehalten wird, muss ich also da für sich das Sinn an Schmengen, also nicht so aus, dass ich alle Obstakel soll eliminieren. Mit zusammen mit den Leuten und am Sinn von der Natur soll die guten Entscheidungen bei industriellen Wandernlehren treffen. Satz, den man komisch vorkommt, also, den man rosig ist, ist, dass jeder Citoyen doit participer et apporter sa contribution à la transition énergétique. Das ist ein doit. Denn doit, das heißt, ich habe es eigentlich aufgewählt, als bei den Wahlen des Jahres. Denn doit, das ist ein Zwang, dass sie verboten.
Und der Satz, den heißt, dass alle Bürger muss gezwungen sein, seine Kontribution zu leisten für die Transition energetik. Das ist etwas, was wir nicht können unterstützen. Wir hoffen, dass das einfach ein Satz, dass die Leute dran steht und dass das nicht keine konkreten Auswirkungen wert haben. Voilà. Da ist ein interessanter Punkt, das ist die Atomenergie. Weil die Atomenergie steht nicht dran. Enfin, ganz wenig steht dran, dass die Regierung sich ansetzt gegen die Katten oder gegen die Atomkraftwerke, die ganz alt sind, rund um Lützeburg schleien. Okay, das kann ich so auch mitteilen. Aber wie ihr vielleicht wisst, hat gestern das EU-Parlament entschieden, dass Atomenergie nur eine geringe Technologie ist. Enfin, bei Ihnen. Und das, weil sie kein CO2 produziert und die energetische Unabhängigkeit von Europa garantiert, dafür ist am Anfang der Europäischen Union auch die Tendenz, dafür die Atomenergie zu unterstützen. Und nun muss ich als Regierung auch dazu positionieren. Das hat aber auch ein Programm nicht gemacht. Die werden aber auch machen, par rapport zur Europäischen Union. Da sind ich dann gespannt, ob da die Decision von der Union mitdroht oder ob da dagegen wert sind. Hier steht auf jeden Fall nichts dran. Familie, Revenu de Remplacement von 6 auf 9 Monate verdeelt, aber der selbe Monat, das ist deutlich mehr als Monat. Wenn ich das richtig kann nachvollziehen, dann soll ich noch, wenn ich das schon möchte, soll ich dann ständig machen, dann soll ich doch voll bezahlen. Es ist immer der Meinung, dass von den Familien unterstützen und Familienpolitik an den Zentrum von unseren Evaluierungen will stellen, da muss ich etwas aufhören, wie das mir proposiert tun, ein älteres Geld, wo ein engem von den Älteren Möglichkeit gibt, um manchmal einen Teil von der Zeit, so ein halbes, ein paar Jahre daheim zu bleiben beim Kant, mit den Kotisationen und so weiter, mit einem Ausgleich von der Partei, die verleiht, den die Montag kennt, sind, den ihr noch bezahlt, wenn ihr an den Kreis geht oder an einem Miserolet geht. Das wäre das bessere Modell gewesen, das wird Familie an den Zentrum gestaltet. Das ist leider nicht geschieht. Und wie mit Leid kann ich mal ein bisschen denken. Dann kommen ein paar die Sachen, die mit kritisch sind, auch gesellschaftspolitisch, das werde ich nun nicht richtig verstehen, und das die Adoption soll auch möglich gehen für länger zehn Leute. Verstehe ich nur nicht wirklich, für was in das soll zulassen. Mir bon, das wird mir dann erklärt, kriegen, wann das so ist. Menge nach Schaf, den du von vier Jahren schon große Probleme. Kommen wir bei, Herr Präsident, bei einem anderen Sektor. Zante, der Sektor Hospitalier. Wir hatten in den letzten 10 Jahren 12 und besser die Rufgänge sind. Wir sehen hier nicht wirklich am Programm, wie soll das darin ausgebaut werden. Ich noch vertraue, so gerade wegen dem Programm, den Rewe am Horizont 1 Million Einwohner gesagt, wir sind am Anfang selbst drastisch, weil wir bauen 3 große neue Spitäler irgendwo im Land mit x-tausend oder hunderte Betten. Steht aber nicht dran, ausreichend Militärspital, was ein gutes Sache ist. Mir fehlt also ein bisschen aber wirklich etwas für die Zukunft. Urgenzen, du hast dann da, wir dürfen da etwas adaptieren, wir dürfen das aber besser ameliorieren. Ich meine, dass das für die Leute alle gute Kontakte damit kommen, aber wir unbedingt dafür muss sorgen, dass das besser funktioniert. Dossier Medical Numerik steht nicht, die wird da MMD dran. Das ist ein PMA. Ah, ja. PMA. Ja, nee, ich meine, dass das ein Dossier Medical Numerik, das habe ich gemeint, dass du etwas misstrauisch, was mehr konkret ist, was du hast. Voilà. Ja, das sollte soll, mehr drastisch tun, darüber, wie das geht. Herr Kolb, das ist nicht durch den Ebringen, die gut wird. Ja, du hast ganz recht, Herr Präsident. Sind Sie gut? voilà, ich probiere, dass wir nicht so weit mit der Stunde rauskommen. Leihmutterschaft geht interessant, soll er letztlich verboten bleiben, soweit ich das Programm verstehe. Geht aber unerkannt, wenn sie am Ausland gemerkt wird. Das scheint mir ein bisschen hypokritisch zu sein. Ich meine, so eine Leihmutterschaft nicht am Interesse aus, weder vom Kant noch von den Leuten, die da beteiligt sind. Ich meine, das ist eine Kommerzialisierung von Menschen. Und ich meine, dass wenn ihn das letztlich verboten wird, dann soll ihn doch restriktiv behandeln für die Leute, die das dann im Ausland machen. Sie werden das auch in anderen Bereichen möchten, wo Sachen, die hier im Land verboten sind, auch verboten sind, wenn ihn so einem anderen Land am Ausland möchte und auch dafür kann verurteilt gehen. Wir sind also da strikt dagegen.
Sécurité sociale, wie gesagt, das ist gut, dass über die Pensionen soll diskutiert gehen. Da muss aber eine Wurstumsdiskussion mit dabei gefordert gehen, weil es geht ja um das. Werden wir als Pensionssystem nicht ändern, werden irgendwann nicht mehr durchgehen oder wir müssen noch mehr schnell an der Bevölkerung wursten, da macht nämlich Leute kriegen, die kritisieren. Allerdings muss ich noch wissen, dass Pensionen, die Bezüge von den Pensionen, das Problem sie lösen können, dann alle Länder in Europa, und das stellen sich für ganz Europa, das ist ein Thema, was keiner so gerne ausschwätzt von all den Politikern, aber das stellen sich für die Zukunft an Europa noch ganz, ganz groß Fragen, wie die Pensionen in den nächsten 10, 20 Jahren sollen überall bezahlt können gehen. Die hat geschwärt vom Mindestlohn von der Chain, dass da drauf steht, Leistung soll belohnt gehen, dann Arbeit muss sich lohnen. Die schreibt dran, dass der Mindestlohn soll mir heiß sein, wie die Revis. Ich kenne das gut nicht als der Tag und der Revis und ich fand das ganz richtig. Es soll die Leute encouragieren zu schaffen und dafür sollte der Mindestlohn auch heiß genug sein. Wir hatten also im Wahlprogramm auch dafür gesagt, dass der Mindestlohn soll erheischt gehen. Und ich leider noch nicht gelesen. Ich meine auch, dass der aktuelle Mindestlohn nicht durchgeht für hier im Land mit der Preissteuerung, mit der Preise von den Wohnungen, trotz den Hilfen für hier im Land anständig zu leben. Droit de la famille, Leihmutterschaft, Auftreibung. Auftreibung geht ein Delay der Reflexion, soll aufgeschafft werden von 3D. Wir sind nicht wirklich an, das steuert am Anfang nicht viel an. Ich meine, dass eine Auftreibung am Anfang etwas wird. Auch wenn du im Moment erlebst, dass es einfach so wenig wie möglich sollte gemacht gehen, weil es einfach etwas ist, was manchmal eine negative Situation hervorbringt. Internet geht dann um Action de Haine, die sollen, poursuit systematik de toute Action de Haine sur Internet. Du hast das interessante Detail, aber was heißt Action? Action de Haine, als Action de Haine, als das Like, als das, was kann das, als das Smiley, was kann das alles sein, auf welchem Kontext? Und ich gebe euch wirklich darauf pochen, dass man als Gerichter an einem Rechtsstaat, dass das so desideren lassen, was erlebt, was er nicht erlebt, also was Strafe dürfen sehen, was darf gesucht gehen, was nicht darf gesucht gehen. Und nicht von vier aus schon vier gehen, gehen, ich weiß nicht, alle möglichen Sachen, die gesucht gehen. Das ist ein Gefühl für die Meinungsfreiheit, ganz einfach. Und da muss ich ganz gut aufpassen, für das Gleichgewicht zu halten zwischen dem, was wirklich Hate Speech ist und zwischen dem, was Meinungsfreiheit ist. Security Interieur, eine von den größten Herausforderungen am Ende, auch in Vue von der steigenden der Kriminalität zu Lützburg, wo man aktuell, was die Verfälle angeht, dann Dabrisch angeht, auf 5. Platz am europäischen Vergleich sind mit all den europäischen Ländern. Also eine ganz schlechte Situation und das ist also da, wo muss angepackt gehen. Ich lese hier, Komparition immediat soll angefordert gehen, das ist eine super Sache, weil im Ausland klappt das auch auf den meisten Plätzen. Allerdings muss ich aufpassen auf etwas, mit dem Wort immediat. Ja, das ist natürlich etwas, was ich nicht übertreiben soll, und da geht dann effektiv mit schlechten Beispielen im Ausland. Und ich gebe es da gesehen mit einer Komparition, wie soll ich so, ein Schnellgericht oder wo es einfach ein bisschen mehr schnell geht, wenn er trotzdem kann so, in 2-3 Wochen kriegen wir, in 2-3 Wochen kriegen wir aber ein Urteil raus. Heute muss ich monatelang darauf warten, für ein Gericht zu kommen. Da ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass das mich schnell gemerkt hat, aber wir werden es durch. Natürlich erst ausschließen, wann der Dummer da kommt. Der Gefangenentransport geht auf die Gieschische überdrohen. Fanden wir auch ganz gut, dass die Police. Die Police soll besser ausgerüstet gehen. Auch das ist endlich möglich. Die schreibt auch an dem Programm, dass den Taser sera evalué, da haben wir einen berühmten evalué. Ich denke mal, wenn dran steht, sind die Chancen groß, dass es doch kommen kann. Die Polizisten, die ich kenne, geben zum Schulfall, könnten besser ihre Arbeit machen, wenn sie die Möglichkeiten hätten. Das heißt, wir können auch das just unterstützen. Und wir geben uns wünschen, dass der neue Polizeiminister sich auch wirklich für seine Beamte stellt an den schwierigen Situationen, denen sie begegnen, Tag für Tag. Sie haben einen ganz schwierigen Job, also sie brauchen Politik, also sie brauchen einen Minister, den hundertprozentig handelt als Polizisten steht. Der Platzverweis renforcé, ja, wird morgen unterstützen. Mehr Polizisten steht da, ja. Ich erinnere daran, dass den Herr Gloden als Deputiert eine Motion herangehen hat, für auch ausländische Polizisten anzustellen. Ich meine, da sind wir aber mittlerweile weg davon. Ich meine, dass das der falsche Aussatz war. Am Ende ja auch genug geredet durch die Rekrutierung, die an den letzten Jahren gemacht worden ist, auch wenn das nicht immer alles so einfach war. Polizlokal. Die sind wir nicht unbedingt den direkten Mehrwert, ich weiß auch nicht, wie das in der Praxis soll, umgesetzt gehen.
Ein Polis, Nierwdenger Polis, wo da gibt der gesagt, ja, nie gehören zur Polis Grand Ducal, mit dem Burgemeester kann aber denen etwas so. Sind nicht gespannt, was dabei rauskommt. Das scheint für mich relativ überflüssig zu sein. Ja, Education, das ist der große Punkt. Da kann ich am Anfang alles das wiederholen, was in die letzten Jahre gesagt hat. Oder das, was Madame Hanse wieder gesagt hat, die letzten 10 Jahre, kann ich auch noch wiederholen als Kritik und der Regierung, weil das am Anfang Politik ist, die es von Herrn Meisch weitergeführt hat. Und das ist eine Politik, die mir als ADR, von mir als immer dagegen gewirrt hat. Und das meine ich auch zu Recht. Und das auch meine ich zusammen mit ganz vielen Leuten aus dem Beruf hier im Land. Für mich ist schon ganz wichtig, Zielsetzung von der Schule. Geht immer nicht gesagt, ja, mit der Dienstelkant muss können das in Schule machen. Das ist alles ganz richtig. Das ist auch ein Ziel von der Schule. Ich meine, ein Ziel von der Schule geht einfach darüber raus. Es geht um das Land, es geht um Integration und es geht darum, seine soziale Kohäsion zu schärfen. Hier im Land auch das als eine Dimension, die ganz wichtig ist, die einfach hier fehlt. Und da muss ich nicht mehr bedenken, die Schule soll sich auf Care-Aufgaben konzentrieren, Leistung bringen, lesen, schreiben, rechnen lernen, Kultur general, Allgemeinbildung. Ja, den an den letzten Jahren, wo nicht mehr so viel, das war 90 Jahre, war das ein ganz wichtiges Thema, wo ich gemerkt habe, dass da draufgegangen ist, dass das nicht besser ging, mit Gedanken nicht mehr thematisiert, das scheint das Problem dann fortzusehen. Konkret Alphabetisation en français, du wirst, dass wir da dagegen sind, für uns ist das getrennt wissen, aber wir wollen nicht, dass es keiner getrennt sind, wir wollen, dass sie zusammen sind. Und da wird dann hier gesagt, dass eine Evaluation scientifique aufgewertet wird, 2026, 2027, für dann zu decidieren, ob das flächendeckend angefordert wird oder nicht. Also Meinung sollte die Evaluation frühestens da gemacht werden, wenn die ersten Kinder, die dann am ersten Schule angefangen haben, am Lycée sind. Natürlich 7 Jahre oder noch, das ist 2030, sie werden mich nicht irren, also ein bisschen mehr spät. Das ist eine wichtige Decision, da kann ich auch Zeit holen, für die richtige Decision zu holen. Und das ist eine Decision, die am Ende nicht kann von einem Scientific geholt werden. Das ist eine politische Decision. Natürlich kann ich als Scientific so in dem Einzelnen, kann das so gut. Aber als Politik, und das ist übrigens auch für die Wissenschaft, also in der Kommission immer gesagt tun, als Politik, wo den aber mir breden, mein Breit viel darüber, und da geht um Sachen wie Integration, soziale Kohäsion, und die müssen auch mit auflesen an eine Decision, die inhält für eine französische Alphabetisierung oder dagegen. Spruch weiter, Langue luxembourgeoise commune au cycle 1, also steht, dass Langue luxembourgeoise Langue commune au cycle 1 soll sein, steht aber nicht, was du nur soll sein, das wundert mich. Für was steht nicht, dass es um die ganze Primärschule Luxemburg soll Langue commune sein. Dann d'extension ponctuelle von den Écoles internationales, also die staatliche internationale Schule, die munter weitergebaut. CSV hat gesagt, wir sollen mal eine Pause machen. Hier scheint da wirklich CSV für Herr Meisch, also starke Minister, kapituliert zu haben. Wir kriegen neue Schulen, internationale Schulen zu Esch, wir kriegen einen zu Diddling. Ich will nicht mehr wiederholen, was ich immer gesagt habe, das ist eine Trennung für das Land, aber wir müssen aus dem Land zusammenhalten und nicht getrennt sind. Und für mich ist die allergrößte Ungerechtigkeit die, dass in den staatlichen internationalen Schulen in Premier mit 18 Jahren, also nur 12 Jahre Schule, und an den öffentlichen traditionellen Schulen reicht mit 19 Jahren, also nur 13 Jahre Schule. Die hat ein Jahr Schule, Männer, die kriegt ihren Diplom, ihren Back, wie in der Frankreich nennt, kriegt er an einer internationaler öffentlicher Schule, EU-Eichter wie ein länger traditioneller öffentlicher Schule. Ich meine, dass das einfach als Gerechtigkeitssinn nicht zu akzeptieren ist, heute zu Lützburg. Dann nochmal eine Modernisation der Programme. Ja, das ist immer modern, für eine Modernisation zu freuen. Da steht noch viel dran, mit dran, ich lese, schreibe, rechnen, Allgemeinbildung, geht darum, sie war Development durable. Geht das alles schon, nochmal schon gemacht, an 80 Jahren an der Schule. Santé sexuelle und so weiter. Ich meine, dass ich sollte sich mal auf die wichtigen Sachen konzentrieren, von der Schule auf die Care-Aufgabe. Interessant ist nach einem Punkt, Education à la citoyenneté, das ist ja ein Fach, weil es geht am Lycée, aber allerdings nicht an den öffentlichen internationalen Schulen. Die internationalen Schulen, da gibt es keine Education à la citoyenneté. Vielleicht sind das eben gerade die Schüler, die wissen, wie die Institutionen hier im Land funktionieren, und die brauchen keine Education à la citoyenneté. Allgemein soll ich vielleicht so, dass Programme sollen von den Leuten ausgeschafft gehen, die im Terrain schaffen, Schulmeister, Approfen, andere Programmkommissionen. Sie sind die, die Situation am besten kennen. Sie sind Spezialisten von der Education hier am Land und nicht irgendwelche Leute, die aus dem Ausland dahinter kommen und dann nicht tun oder Politiker. Apprentissage des langues. Interessant, la diversité linguistique constitue un atout.
mehr Risiko sie der ein Obstakel. Ja, das ist so seit Sprachenunterricht geht. Als Spruch, die weiter lehrt, als ein Obstakel an der Schule. Wenn wir also wollen, die Obstakel aufschaffen, dann schaffen wir den Sprachenunterricht am besten ganz auf. Wir müssen also ganz gut aufpassen, wie weit ich will gehen. Der Teil, der klingt für mich ganz stark noch nivellement. Wäre le Bäsch, meine Mühen, alle guten Haien der Schulspruch gelehrt. Die meisten von uns hätten wahrscheinlich auch irgendwann an ihrem Leben Französischspruch ihr Problem, oder Französischspruch ihr Probleme. Aber wenn uns demnächst gefragt hat, ja, willst du kein machen, dann hätte vielleicht verschiedene noch gesagt, ja, dann machen lieber kein. Dann ist das mir einfach, dann kriege ich mein Premier mir einfach. Und ich meine nicht, dass das der das Sinn kann sein von der Schule. Wir brauchen eine Leistung, wir brauchen wirklich eine Leistungsgesellschaft, auch wo Kinder dazu motiviert gehen, für zu schaffen, auch für uns zu verbessern, auch für unseren als Dreisprachigkeit, die nicht mehr im Programm vorkommt, mit der Dreisprachigkeit, die wir immer im Ausland bewundert sind, für die zu erhalten. Abolir les sections, wie ich noch nicht genehm, für was das soll gut sein, die Jungen los schon ganz lang, das tut ja einfach immer anständig funktionieren, für was soll etwas, was, ich weiß nicht, sehr schön funktioniert, oder nicht mehr funktionieren, komisch. Dann noch ein Punkt zur Kanner-Freibetreuung, müssen die Kräschen hier am Land, wo vieles auch nicht so lebt, wie es sollte, die sollten am Anfang mehrsprachig sein, das funktioniert aber nicht, das wissen wir alle gut, wo am Anfang auch besser soll kontrolliert gehen, weil die Freibetreuung an den Kräschen ausgesagt, nicht nur an der Maison relayen. Gut, Agrikultur, da haben wir allgemein einen mehr realistischen, pragmatischen Approach, das fanden wir gut. Es muss aber aufpassen, dass ihr nicht an die Situation könnt, wo in den Bauern hier am Land Responsabilität gibt für eine Änderung am Klima. Das geht nicht. Und da steht hier nämlich, le gouvernement analysera l'élaboration d'un concept d'une comptabilisation écologique. Ich muss wohl ganz gut darauf aufmerksam machen, dass sie nicht so liegen und Bauern nach weiter kuschenieren. Sie haben nicht ganz schwer an ihrem Job, an ihrer Arbeit, diese Mann, die ganz wichtig ist. Und sie können nicht verantwortlich gemacht werden für den CO2 und der Atmosphäre auf ihren Klimawandel. Da muss man hinten mehr Freiheit lassen, am Platz Zwang abdrängen. Ökonomie. Auch das klingt noch ganz viel Vernunft, Produktivität steigern, Finanzsektor unterstützen, Talente unzählen, ja, wobei immer, ich frage mich immer, was das Definition von Talenten sind, das alt mehr in der Oeuvre, oder sind das wirklich Talente, die rausstürchen. Energiepreise wird geschwärzt, die sollen angepasst sein, auch in Europa, man da ist ein Opischländer, wir sind in korrekter Konkurrenz mit der ganzen Welt, mit den USA, mit China, wir brauchen Energiepreise, die konkurrenzfähig sind an einer weltweiten Konkurrenz. Das ist ganz wichtig. Wir brauchen niedrige Energiepreise zu Lützburg. Wir wollen ein Laboratoire vivant gehen für Véhicule autonom. Ein Laboratoire vivant für Véhicule autonom. Ja, okay. Ich bin da gespannt. Ich hoffe, das geht gut. Energie. Leider haben wir auch Toremenke ein bisschen ein Mangel an Realismus. Der Pneck wird weitergefeuert. Und geht davon gesprochen, wir brauchen sichere Energie. Ja, wir brauchen noch billige Energie. Billige Energie für die Leute, billige Energie für die Industrie, billige Energie für die Wirtschaft. Ich meine, dass das ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und dafür muss man auch Technologie abbesinnen. Dafür dürfen wir es nicht so machen. Und dafür müssen wir hier im Land und auch im Ausland neue mögliche Technologien unterstützen. Weil es so nicht etwas, die ganz CO2-Emissionen und das beim Klima, was an den Ruhleid, kriegt dann nicht gelöst mit den Punkten, die wir heute die ganze Zeit diskutieren. Wenn das so gelöst wird, dann geht das schon mit Forschung und mit ganz neuen Technologien. Und das geht auch nicht mehr mittelfristig, langfristig, kurzfristig, wird das nicht hinkriegen. So, Ihr Punkt noch zum Tourismus. Wir hatten uns gewünscht, dass am Horeca-Sektor im TVA hochgeht. Die war erhöht, die für ein paar Jahre. Von Schmengen etwa 3 oder ob 17%, ob feiner Bayer, wir sollen deren Ruf setzen, für den Sektor zu unterstützen, mit den Stirven von Lokalen hier am Land, zum Wohlst am ländlichen Raum, die muss entgegengewirkt gehen. Dann muss man da sein, Generalisierung Travail, E-Punkt rausgezogen, effektiv Generalisierung von der Sonntagsarbeit oder auch auf Feiertag. Sind wir ganz skeptisch. Wir sind der Meinung, dass der Sonntag soll am großen Ganzen mal einen freien Tag bleiben, wo man sich im Familienleben kann kümmern, respektive im das Sozialleben, respektive, wenn ich noch will, kann rasten. Mit soll kein Fußball gehen, voilà.
Mit soll kein Dach sein, wo die für ein Regel geht, für nicht alle, aber auch für Leute schaffen zu gehen, das wird nicht gut für uns zusammenleben. Migration, da könnt ihr auch noch viel sagen, es gibt hier prozedurelle Verbesserungen für geschlossen, das ist gut. Es gibt aber noch immer keinen klaren Unterschied gemacht zwischen Asyl und ökonomischer Migration. Das ist aber am Anfang der Kehr vom Problem, wohin müsst ihr etwas machen, was aus Migration und was ist tatsächlich asylberechtigt hier im Land. Tendenz in Europa geht dahin, dass man die Grenzen mehr stärken von Europa und dass man mehr Migration zulassen. Das sind am Anfang praktisch all die europäischen Gouvernemente, ob sie jetzt oder links sind, die sind im Moment an die Richtung am Gangen. Und auch in Lützburg sehen wir, dass es auch ein bisschen in die Richtung geht. Das ganz einfach, weil wir überfordert sind. In vielen Ländern sind wir überfordert. Zu Lützburg sind wir auch überfordert. Wir haben gesehen, für den Ausgeborenen müssen Notbremse ziehen und verschiedene Leute eben auch nicht mehr in der Dach kommen. Das ist nicht die Schuld von Gemengen oder so, oder die Schuld von Leuten, die irgendwie nicht völlig genug besser zur Verfügung stellen, die zulassen immens an Not gehen. Das ist einfach ein Punkt, den er regelt, dass es nicht mehr geht. Aber wenn man noch weiter Asylheimer abrichten, das hat das ganz verschoben. Da kriegen wir die Problematik eben zwei, drei Jahre, wie spät nach einkehrt. Das ist also die Politik von der Migration, die auf europäischem Plan endlich muss verbessert gehen, wo wir überzeugt sind, dass es wird geschehen. Wir fanden auch in dem Kontext nicht richtig für die Gemeinden, etwas abzuzwingen. Wir sind für die Autonomie kommunal. Die Gemeinden sollen selber dezidieren, was sie auf ihrem Territorium wollen machen. Die Gemeinden gibt unterschiedliche Situationen. Für die einen Gemeinden ist das sicherlich mehr einfach wie für andere. Auch, wie gesagt, die Redistribution equitable an der EU wird nicht kommen. Das ist nicht möglich. Das ist eine Drehmerei. Das wird nicht kommen. Gut, dann was man da sagt. Kultur noch schnell. Doffer von der Kultur, da steht so ein Satz dran, wie wenn Publik soll den Doffer angepasst gehen. Wir meinen aber auch, dass an der Kultur wichtig ist, dass das Doffer und das Publik angepasst geht, wenn es da so kann. So, Doffer hier im Land ist vielleicht oft echt politisch tendenziell in eine Richtung, in verschiedene Bereiche, Theater oder so. Das ist natürlich dort, wenn Doffer mich groß ist, wir unterstützen auf jeden Fall unter dem Strich, dass mehr Leute Kultur benutzen. Das ist eine gute Sache. Weil das fehlt am Programm, dass mehr Bekenntnis zu Lützburger Kultur. Das möchte keiner an das Land auf dieser Welt. Wenn wir nicht machen, das möchte keiner. Wir sollen also da mehr als ansetzen für Lützburger Kultur. Nicht nur in Traditionen der Jahr oder Praktik kulturell. Es soll auch mehr sein als Lützburger Kultur, dass ihr auch da wünscht, von uns interessant, ich habe mich über Tourismus gesprochen. Ein Tourist könnte auf Lützburg die Giftgeld gesehen haben. Was ist da Lützburg? Die Giftgeld hat typisch Lützburg gesehen. Und wir sollten unbedingt das Heischal noch an die Vitrine stellen. Das Institut du Patrimoine Culturel Immateriel soll kommen, nicht nur analysiert gehen, die soll kommen. Und ein Spruch soll natürlich unterstützt gehen. Es steht promouvoir encore davantage. Wir geben uns da wirklich mehr Wünsche, als ein Spruch an die Vitrine gesagt wird. Ihr wisst, dass wir werden in den nächsten 5 Jahren ganz oft Lützburger Spruch hier im Land ausschwätzen, mit der Meinung, dass viel mehr muss gemacht werden, für auch in Zukunft Lützburger Spruch hier im öffentlichen Raum einen wichtigen Platz zu gehen. Wir hatten noch heute Programm auf Lützburg geschrieben, wo das ist schwer. Ich gebe euch aber Rode, wenn ich das erleben darf, für das Programm an die drei administrativen Sprachen übersetzen zu lassen. Ich meine, das für einfach ein Flottzeichen für die drei administrativen Sprachen. Dann den Vivre Ensemble Interkulturelle stelle just fest, dass das Wort Integration, Remenka, nicht mehr viel kennt, das war ganz lang, als das Wort Integration benutzt, gelogen, das nicht mehr benutzt. Ich fand aber, dass Integration von den Erfolgsmodellen hier in Lützburg war, wo man ganz viel Ausländer abgeholt und an die sich integriert tun. Und ich verstehe nicht wirklich, wo die Aufneigung gehen, die was selbst Positivem wie Integration, wo die hier können, dafür werden das nennt Vivre Ensemble Interkulturell, weil das ein bisschen so alles erneigt ist. Am Endeffekt wahrscheinlich echt der Lernenden Eleven wie Madden Eleven. Egalität der Chance, Egalität entre les Genres. Ich hatte das da genannt, Chancengleichheit für die zwei Geschlechter. Ich meine nicht, dass es ein Gleichheit teilweise kann gehen zwischen Mann und Frau. Es gibt immer Unterschiede von Natur aus. Und so nach dann nicht Leute ideologisch irgendwie wollen indoktrinieren, dass es das so kein Kind wie Frau und Mann sind komplett gleich. Das geht nicht, es gibt Unterschiede. Das ist auch dann einfacher, sondern immer von Egalität der Chance zu schwätzen. Ich habe darüber gesprochen, über die Situation von der Migration, die in die Limite kommt. Was hat denn Herr Asselborn gemacht?
Und hat gesagt, Männer, die kommen, kommen nicht mehr an Strukturen innen, Frauen kommen aber innen. Und du siehst auch in einem ganz einfach praktischen, ich will das nicht bewerten, aber du siehst einfach ein ganz einfach praktisches Beispiel, wie an dem Sinn, also trotzdem dann Männer, benötigt keine Frau, befehlt keine Tisch, sondern muss einfach, es ist nicht so einfach, wie immer gesagt wird an der Sonderskirche. Und du kennst etwas ganz Interessantes, ob das seit 194 le Gouvernement s'engage à prendre des mesures pour atteindre une représentation plus équilibrée au niveau des postes de haut niveau dans la fonction politique, publique. Pardon. Das heißt, ihr wollt bei den Regierungsstaatsbeamten wahrscheinlich damit fragen, dass das mehr equilibriert ist. Ihr wollt euch da nur gucken, dass ihr auf einen Fehler, die da mal geliefert hat, die seht von Studierenden zu 10 Ministern männlich und zu 5 weiblichen Ministern, da meine ich, dass den Equilibrium ja aber auch nicht ganz so da ist, wie das hier im Programm steht. Und ich erinnere mich, und Herr Bittel sehen wir, dass er auch geschwärt hat vom RTL, wie den Akkord in der Schrift gehen hat, und Herr Bittel gesagt, dass es gibt ein Buch kommen, ob es gut ist oder nicht gut ist, und die Quote wäre in dem Sinne nicht so wichtig oder das Geschlecht. Du gehst nicht recht, wie viel Wert steht dann im Programm, aber auf paar Seiten steht ein so ein Abschnitt, wo das einfach nur vier Brüche geht. Auf viel Wert von der Trasch schreibt, macht das nicht selber als Regierung. Mobilität sind wir dabei, für auszubauen, öffentlichen Transport. Wir sollen aber nicht die Straßen vergessen. Voilà, machen wir schnell. Ich komme dann zum Schluss. Wir wünschen euch all Gutes. Wir haben viel schon wieder hören, gestern noch heute Morgen. Was gemacht soll gehen. Und ich werde aber darunter gemusst, wie das tatsächlich macht. Und ich hoffe, dass wir auf 5 Jahre die Bilanz sehen von ihrer Regierung, dass wir können so eine Kriminalität das zurückgehen. Darum geht es gemusst. Dass die Lebensqualität umrupp geht, dass die Verkehrssituation sich verbessert, dass ich Mann allein brauche von daheim für euch abtäbst. Darum geht es gemusst. Wir werden bewerten, wie die Kaufkraft, dass auf 5 Jahre die Energiepreise. Wir werden sehen, wie die Situation an den Kliniken ist, an den Urgenzen, ob das verbessert oder verschlechtert. Darunter geht es gemusst. Wir werden sehen, wie die Schulden sich entwickelt haben, Finanzen. Wir werden sehen, ob die Natur weiter zerstört wird. Wir werden noch gucken, wie die soziale Kohäsion hier im Land ist, ob ein Spruch noch benutzt wird, der mehr der Bäusen, der mehr der Männer. Wir werden Details auch gucken, ich kann es noch aufzählen, wie steht es mit dem Denkmalschutz, mit der Kultur. Wir werden ganz gut gucken, wie die Armut hier im Land sich entwickelt hat. Wir hoffen, nur 5 Jahre aus dem Hof gehen. Darauf wird er bewährt gehen. Und wir werden gucken, ob noch immer viele Leute bei uns in Deutschland plündern, wir können zu wohnen. Darum wird ihr als Regierung, den Kriterien, wird ihr auf 5 Jahre bewährt gehen, nachdem es der Arabisch gemacht hat und nicht nur, indem wir das hier im Programm dran geschrieben hat. Das gesagt, hoffentlich dann, dass die Situation sich wird verbessert. 105 Jahre. Und ich wünsche euch alle Guten dafür eine bessere Bilanz wie die von der letzten Regierung. Ich wünsche euch am Namen von der ADR, am Interesse vom Land und von den letzten Bäuer all Gutes.